sind froh, dass wir den Wiedereinzug in die Landesregierung geschafft haben. Wir haben einen sehr, sehr starken Asyllandesrat, der auch für Sicherheit zuständig ist. Für uns steht an erster Stelle, dass wir auf alle Fälle die Bezirksstrukturen und die Ortsgruppen weiter stärken. Wir wollen die Bezirke und Ortsgruppen vor allem jetzt für die Gemeinderatswahl 2020 ausgezeichnet aufstellen, dass wir dort unser historisch bestes Ergebnis einfahren werden. Wir haben im Jahr 2013 die Landespartei in einer sehr schwierigen Zeit übernommen. Jetzt gilt es, auf diesem Landesparteitag einfach diese positiven Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren vollzogen haben, wir haben bei allen Wahlen zugelegt. In Erinnerung möchte ich die letzten Landtagswahlen rufen, wo wir deutlich zulegen konnten, jetzt auch 8 Landtagsabgeordnete haben, dass wir einfach hier und jetzt die Strukturen weiter verstärken. Und das ist einer der Hauptpunkte, um die es bei diesem Landesparteitag geht. Wir haben ein bewährtes Team mit Walter Rosenkranz und Christian Höpper als Geschäftsführer und Landesparteihauptmann. Also diese Konstellation soll auch weiter so beibehalten werden. Ich darf als Landesparteisekretär unterstützend tätig sein, vor allem was also politisch-strategische Themen betrifft, Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch der Andreas Spanring als Landesgeschäftsführer ist eine wesentliche Stütze dieser Landesgruppe und dieser Mannschaft. Bekanntlicherweise muss eine Mannschaft als Mannschaft funktionieren. Es gibt immer wieder mal ein paar Ausreißer, Freidenker, Querdenker, auch das muss möglich sein. Aber am Ende des Tages zählt die Mannschaftsleistung. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei jedem einzelnen Funktionär, bei jedem einzelnen Delegierten, bei jedem Mitglied sehr herzlich für die Leistungen der Vergangenheit bedanken. Mein engeres Team hier in der Landesgeschäftsstelle besteht aus meinem geschäftsführenden Obmann Christian Höbert, ein Organisationsgenie, der mich wahnsinnig entlastet. Christian Hafenecker als Landesparteisekretär. Er hat die Medienlandschaft, ob auf Bundes- und vor allem Landesebene, im kleinen Finger. Wir lösen damit alles, was wir medial machen wollen, zur vollsten Zufriedenheit. Man merkt es auch an den Auftritten. Ich bin sehr stolz auf mein Team. Es wird entscheidend sein, für unsere niederösterreichischen Landsleute weiterkantige und klar sichtbare Politik zu machen. Die Freiheitliche Partei ist für die Themen Sicherheit und Asyl und die Vorschläge, die wir durch Jahre gebracht haben, gewählt worden. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, und das haben uns unsere politischen Mitbewerber ja immer vorgeworfen, gesagt, ihr müsst einmal zeigen, wie es geht. Jetzt sind wir in der Chance, mit einem Innenminister Kickl und einem Landesrat Waldhäusl tatsächlich auf jeder Ebene zu zeigen, wie es geht. Geht es nicht darum, dass sich die Menschen sicher fühlen, sondern dass sie tatsächlich in Niederösterreich sicher leben können. Und da ist es jetzt gelungen, gemeinsam mit unseren Kollegen auf Ministerebene viele Projekte gemeinsam zu arbeiten, aber auch umzusetzen. Wir sind gut aufgestellt mit unserem Sicherheitslandesrat Gottfried Waldhäusl, der schon einiges bewirkt hat, aber noch vieles vor sich hat. Da ist die volle Unterstützung des Clubs sichergestellt, denn die Vorgänger unseres Landesrates haben hier einen Scherbenhaufen hinterlassen und da bedarf es doch sehr viel Arbeit, um diesen aufzuräumen. Es ist auch wichtig, dass wir im politischen Bereich, Club und Regierungsbüro, auch die Arbeit vollziehen, die notwendig ist, dass die Bürger tatsächlich draußen spüren und merken, diese FPÖ ist zu wählen, diese FPÖ ist eigentlich in Wirklichkeit der Garant der nächsten Zeit, der nächsten Jahre, dass sie in Niederösterreich bergauf geht.